Guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem Touristik-News aktuell. Aktuell wollen wir Sie informieren über die Situation in Österreich. Da hat es gestern eine Pressekonferenz gegeben, in der Bundeskanzler Sebastian Kurz informiert hat, wie es denn in Österreich in den nächsten Wochen weitergeht. Einige Informationen dazu blenden wir Ihnen jetzt gleich hier ein. Ich möchte aber gleich sprechen mit Sebastian Grätz, einem Hoteldirektor in den Kitzbüheler Alpen, der uns ganz kurz erzählen wird, wie die Situation vor Ort ist, wie er die Situation bisher in seinem Hotel erlebt hat und worauf er sich in den nächsten Wochen einstellen wird. Herr Grätz, einen schönen guten Tag. Viele Grüße erstmal in die Kitzbüheler Alpen. Wie geht's Ihnen denn im Moment in der aktuellen Situation? Hallo Herr Klawunder, schön Sie zu sehen und wenn es auch erstmal jetzt wieder nur virtuell sein darf. Ja, tatsächlich gab es einiges Neues, allerdings ich muss ein bisschen schmunzeln, wenn man bei 100% Einschränkungen 20% davon zurücknimmt, dann gleich von Lichtblick sprechen zu wollen, ist vielleicht noch ein bisschen zu verfrüht. Es wäre auch zu verfrüht, von der großen Lockerung zu sprechen, das könnte nämlich auch gleichzeitig dann wieder im Sinne der Coronavirus-Entwicklung ein Rückschlag sein. Deshalb wollen wir uns da auch erstmal ganz zurückhalten und das mal noch ganz in Ruhe abwarten, wie sich das Ganze weiter abzeichnen wird. Den größten Lichtblick, den wir hier haben, ist das wunderbare Wetter hier in den Kitzbüheler Alpen. Und auch ein Lichtblick sind unsere Gäste. Ja, Gäste ist ein gutes Stichwort. Wie geht's denn jetzt für Sie als Hotel weiter? Ja, für uns als Hotel ist es natürlich ein tiefer Schlag in die Magengrube. Wir als Tennishotel hätten jetzt eigentlich unsere Hauptsaison, unsere dritte Hauptsaison, bevor dann der Sommer beginnt, gehabt. Und das bröckelt jetzt alles weg. Wir planen auf das danach, wann immer es sein mag. Und das ist natürlich ein bisschen, naja, ich sag mal, kräftezehrend, nervenzehrend, wenn man noch nicht weiß, für wann man das eigentlich alles erarbeitet. Doch wir sind positiver Dinge und hoffen darauf, dass der Frühsommer uns die nächsten Gäste wieder bescheren wird. Wenn es denn jetzt morgen losgehen würde, mit welchen Einschränkungen müssen Sie denn als Hotel oder auch als Restaurantbetrieb rechnen, wenn es dann wieder losgehen würde? Ich gehe davon aus, dass wir mit zwei Arten der Beschränkungen arbeiten müssen. Einerseits wird es Einschränkungen geben, die die Quellmärkte angeht. Also sprich, aus welchen Regionen oder aus welchen Ländern die Gäste wieder zu uns reisen werden. Natürlich, der Österreicher wird reisen, was das Zeug hält. So nach meinem momentanen Motto, daheim reisen, also zu Hause im eigenen Land reisen, wird er sicherlich auch zu uns kommen. Die Nachbarländer, insbesondere Deutschland, was für uns ein ganz großes Publikum ist, dürfte auch dann bald wieder zu uns zurückkehren dürfen. Die Schweizer sicherlich dann auch. Die kommen ja speziell zum Tennisspielen hierher. Dagegen werden wir mit internationalen Märkten sicherlich noch ein bisschen Geduld haben müssen, bis sich das wieder öffnet. Die andere Einschränkung wird sicherlich sein, dass wir als Hotel gewisse Vorgaben erfüllen werden müssen. Natürlich, unser Hygienestandard ist ohnehin auf einem sehr hohen Level, aber vielleicht muss doch noch das eine oder andere i-Tüpfelchen oben drauf gesetzt werden, noch ein bisschen verfeinert werden das Ganze. Es wird auch vielleicht Einschränkungen geben im gastronomischen Sektor, vielleicht auch im sportiven Bereich, wobei da wir ja eigentlich hier keinen Gruppensport haben, das uns eigentlich an sich auch nicht so betreffen sollte. Mal schauen, was die Auflagen sein werden. Wir sind gespannt. Direkte Frage an Sie. Wenn es denn losgeht, sind Sie als Hotel gerüstet dafür? Oh, selbstverständlich. Okay, ich kann jetzt nicht für alle Kollegen sprechen der Hotellerie. Ich weiß von einigen, die ihr ein bisschen den Kopf in den Sand stecken, aber wir sind gerüstet. Wir haben alles schon sehr gut vorbereitet. Das fängt an mit unserem Team. Das ganze Team wartet auf unsere Gäste, denn wir konnten alle unsere, auch die ausländischen Mitarbeiter, nicht nur die Einheimischen, hier beim Hotel behalten. Sie sind alle da, sie warten nur drauf, dass sie wieder starten können. Zum anderen haben wir geplant, beziehungsweise nein, schon beschlossen, dass wir die Saison verlängern werden. Normalerweise würde die im Mitte Oktober bei uns enden, aber um vielen Gästen, die jetzt oder in den nächsten Wochen nicht die Gelegenheit haben, ihren Urlaub zu verbringen, die Chance zu geben, den dann hinten anzuhängen, werden wir unsere Saisonzeit um einige Wochen verlängern.
Des Weiteren werden wir neue Pakete schnüren, die auch zusätzliche Zielgruppen ansprechen. Neben unserer Hauptzielgruppe, den sportlich Aktiven und den Wellnessgästen, die Mountainbiker kommen sowieso gerne, die Wanderer und nicht zu vergessen mit unseren 10 Tennisplätzen, die Tennisspieler. Die werden wir ganz gezielt ansprechen und wir werden auch ganz gezielt mit Hygienemaßnahmen, damit noch ein bisschen mehr Sicherheit geboten wird für einen schönen Urlaub. Auch das haben wir alles schon bereits vorbereitet. Herr Grätz, in Deutschland haben wir seit einigen Tagen, seit einigen Wochen die Diskussion über die sogenannten Reisegutscheine, verschiebe deine Reise etc. Wie handhaben Sie das denn in Österreich? Vielleicht auch Sie als Hotel, haben Sie da eine eigene Lösung? Gibt es da eine allgemeine Lösung? Wie sieht das aus mit Stornos derzeit in dieser schwierigen Zeit? Ja, da haben Sie natürlich einen wesentlichen Bogen gerade gespannt. Die Mitarbeiter, die damit hinten dran hängen und das Verhalten unserer Gäste. Ein ganz dickes Dankeschön müssen wir unseren Gästen sagen, die extrem verständnisvoll sind, die extrem bereit sind, auch alternative Möglichkeiten zur Stornierung in Betracht zu ziehen. Ja, der Slogan, der da weltweit rumgeht, umbuchen statt stornieren, don't cancel, postpone, der funktioniert bei uns wunderbar. Die Mehrheit unserer Gäste hat die Geduld zu sagen, okay, dann kommen wir später eben und buchen um. Oder wenn sie noch ihren Termin nicht genau wissen, akzeptieren Sie Gutscheine, die wir schon seit Anfang an eigentlich angeboten haben und die auch längere Zeit über einlösbar sind und damit dann im Prinzip sichern, dass man kein Geld bei uns verliert, wenn jetzt die Reise zu dem gewünschten Termin nicht möglich sein kann. Zum anderen versuchen wir eine recht gute Krisenkommunikation auch im Social Media aufrechtzuerhalten und da sehen wir ganz deutlich, dass die Reiselust hier in die Kitzbüheler Alpen ungebrochen ist. Wir haben erstaunlicherweise für den Hochsommer so gut wie keine Stornierungen bisher. Der eine oder andere hat vielleicht ein bisschen verschoben, aber die Leute wollen kommen. Und auch über die Social-Media-Kanäle bekommen wir sehr viel positives Feedback, unter anderem auch mit Neubuchungen, die reinkommen. Das ist natürlich eine tolle Motivation für uns. Und wir haben sogar jetzt eine kleine Umfrage im Social-Media-Bereich gemacht. Tja, unsere Gäste wären sogar bereit, wenn es zwingend notwendig wäre, wenn es erforderlich wäre, für die Erhaltung der Gesundheit, für die Sicherheit mit Schutzmaske, mit Mund-Nasen-Maske zu reisen, dann würden sie sogar das tun, um bei uns dann Urlaub machen zu können. Ja, an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Sebastian Grätz, an Sie, Herr Grätz. Ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal dann wieder real vielleicht mal in Ihrem Hotel sehen und nicht nur virtuell hier über die Videoschiene. Das würde mich riesig freuen, Herr Klawunder, Sie hier bei uns dann auch begrüßen zu können. Und ich bin mir, okay, Sie sind vielleicht jetzt nicht unbedingt der typische Aktivgast, der bei uns zum Tennis spielen, zum Wandern, Mountainbiken oder im Winter zum Skifahren kommt. Aber ich bin mir sicher, unseren Wellnessbereich und unsere Gaumenfreuden werden auch Sie genießen. Vielen Dank, Herr Grätz, für den Wink mit dem Zaunpfahl. Heißt für mich also dann beim nächsten Mal, meine Aktivurlaube müssen dann auch etwas aktiver werden, obwohl ich natürlich auch immer sage, die gute Kulinarik und das gute Wellnessangebot gehört natürlich auch zu jedem Urlaub dazu. Ja, vielen Dank nochmal nach Österreich und hoffen wir alle, dass es dann auch bald dort wieder richtig losgeht. Natürlich auch mit Gästen, nicht nur aus dem Inland, sondern auch aus dem nahegrenzenden Ausland, wie Deutschland oder der Schweiz. Dann freuen wir uns auch alle wieder auf den Österreich-Urlaub. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, das war's von dieser Stelle mit einigen aktuellen Informationen über die Situation in Österreich. Musik.